was in der jeweiligen Welt ist, beziehungsweise was du in den jeweiligen Missionen alles vergessen hast. Finde ich gut. Natürlich unsere Standardcharaktere. Müssen wir gleich mal am Stempel, oder? Hat die Welke nieder. Ach, das ist die Kami! Die war schon die, die was da so. Quasi. Kennt, hat man ja eigentlich quasi sagen. Da, wie sagt man jetzt am besten? Ja, wie die Dinosaurier halt aus den ganzen Gene und alles drum und dran ist die aus der Flutsch. Wie ein Terminator. Weißt du, man muss immer wieder so auf Kleinigkeit achten. Okay, den können wir nicht zum Beispiel. Bist du Apple? Und ich sag's dir ja, das Spiel ist brutal. Das Spiel ist megamäßig brutal, Alter. Schlimmer ist wie Frank Stone, Alter, sag's da. Er hat abgespritzt. Steppert. Wir lassen aber die Köpfe schon ordentlich holen. Wir können echt gut forschen, auch vom Humor her und alles drum und dran, dass das quasi vielleicht sogar Entwickler sein könnten von Lego, aber ich glaube, soweit ich weiß, das sind neue. Also ein komplett neues gegründetes Studio und alles drum und dran, was ich so halber so ungefähr mitgekriegt habe. Oh, Funko Pop, wieder Wechsel, richtig und richtig. Mit der Madame ist da nicht zum Spaßen. Nein, mit der ist überhaupt nicht zum Spaßen. Man raubt da die Hitten. Wir müssen ein bisschen was einsammeln, das dauert noch. Da haben wir noch ein Krönchen und da haben wir auch noch ein Krönchen. Kann ich auch so mitnehmen. Das ist kein Problem. Das haben wir nicht ab, das ist kein Problem. Da, schau, da, nimm das Krönchen mit. Hätte ich eins weniger. Schau's dann. Granate-Test ist der, ist natürlich alles gesperrt, ist eh klar. Wenn wir noch nichts haben. Der darf nicht einmal mehr rausgehen. Bleib ruhig, Schlowe, bleib ruhig. Bleib ruhig, Digi. Du wirst gleich gefetzt auch noch, wenn du steppert bist. Ich frage mich halt nur, ob dann die jeweiligen Welten dann so ein bisschen Open World sind oder ob du da quasi nur so diesen kleinen Mini-Areal hast oder irgendwas in der Richtung. Da bin ich extrem gespannt. Also kannst du scheißen gehen. Was bist du? Ja, gescheißen wir dann nicht sicher, Alter. Wenn ich einen Brennstreifen in der Hose habe, dann, Alter, muss schon erledigt werden, na bist deppert. So ein kleines Geschäft da und alles drum und dran. Muss schon drin sein. Steppert. Uiuiuiui. Aufpassen, die sind gemeingefährlich. Ah, die sind durch die Gegend geflogen und dann daherkommen, oder was? Ne, rechnen wir wahrscheinlich damit. Steppert du halt aber. Aber ja. Schön, dass du da in der Luft bist. Ach so, wenn der dann so zu weit weg ist, dann geht wieder nichts mehr weiter, oder was? Oh, shit. Ja, das ist scheiße, wenn da nichts mehr weiter geht. Das ist scheiße. Aber wie ist auf derer losgegangen sind? Wie ist der Epatol letzter Zehnt, Alter? Ah, Wahnsinn. Gescheit durchgenommen halt, ja, und also, das ist ja nicht einmal ein Dinosaurier, hoppala. Aber... Ja, was eh, da schauen eh ab und zu die ganzen Viecher ja gleich, also schwer zum Unterscheiden. Sehr, sehr schwer zum Unterscheiden. Jetzt bin ich aber gespannt gewesen. Jetzt habe ich mir gedacht, ob da gibt es irgendwas Spezielles oder so, nix. Na, pure Forsche. Richtige Forsche auch gesehen. Dann macht er die Hitten. Da muss ja blühen die ganze Scheiße hier. Kann ja sein, dass dann vielleicht ja keine Flieger mehr daher kommen oder so, keine Ahnung. Keine Ahnung, wieso es das gibt. Aber wir nutzen einfach mal die Funktion aus. Ich hab's mir schon so gedacht. Ich hab's mir irgendwann einmal gedacht, dass da irgendjemand am Heißeln wartet und so. Hey, vielleicht gibt's auch wieder was zum Sammeln. Das ist ja vielleicht auch wieder etwas. Ich kann mir aber trotzdem relativ gut vorstellen, dass es so eine Art kleines Mini-Spiel ist. Der zuckt mir da gleich aus. Aber hat schon eine schöne Größe. Aber kann man schon quasi... Ja,
Schwer zum sagen. Kommt halt wirklich drauf an, wie viele Aktivitäten und alles drum und dran hast. Ob du dann später auch noch Nebenquests kriegst und so. Ja, das ist dann wieder was ganz was anderes. Das kommt immer wieder drauf an. Aber ich kann mir schon relativ gut vorstellen, dass du schon gerade so in so Welten, wo du halt wirklich, wo es dann wirklich um Lizenzen geht, dass du dann schon ein bisschen auch länger dort bist. Das erwarte ich mir eigentlich sogar fast vom Game, dass ich dann noch länger dort bin. Weil die zahlen ja auch Lizenzen und so weiter und so fort. Ist ja auch scheiße fern. Ein bisschen deppert, aber wie ist das hier hinkommen? Ah, hüpft's mal oder was? Ja, das wäre super. Wenn ich das so gerade so am Sammeln bin oder irgendwas in der Richtung. Ja, kaufen habe ich ja, naja, also die könntet mir auch ruhig selber helfen. So, Ninja? What the fuck, das sind auch noch Gegner! Oder wie soll ich das wieder wissen? Wie soll ich das wieder wissen, dass das wieder so Wappler sind, die was wieder auf mich losgehen? Ihr habt mir gedacht, da gehen jetzt nur mal Dinos los und kein halber der Ninja. Da geht gern Ninja auf mich los, Alter. Was ist das, Alter, für Verbrechen? Wie Stefan bin ich gleich hier an, Alter. Wenn es so weiter geht. Ah, schön brav einsammeln, wichtig oder richtig. Immer schön brav einsammeln. Außer es kommt da wieder so ein plötzlicher Möchtegern-Ninja daher. Da ist eh schon wieder so ein Wappler da. Da geht's auf einem los. Gibt's ihm eine? Die schauen alle noch zu, Alter. Auf genüsslich, Alter. Die schauen alle auf genüsslich dazu. So, ja, ja, da ist ja jemand am Sterben. Das passt eh, ist eh leibend. Aha. Ich bin da fleißig am Sammeln. Ey, Stepper. Ich kümmere da jeden Scheiß nicht. Ich mach alles hier. Alles muss hier gemacht werden. Ich weiß doch ganz genau, damals, die guten alten Lego-Zeiten, hast jeden Scheißdreck kaputt gemacht. Du hast wirklich jeden Scheißdreck kaputt gemacht. Das war Wahnsinn. Das war blöd. Das braucht. Nein, schon nur von den Münzen her hat man eh auch schon gesehen gehabt, so ein paar Tausender kosten nur schon wieder die Münzen. Da musst du halt einfach sammeln. Da musst. Geht nicht anders. Kannst du da auf uns so stehen lassen. Ja, so Fahrzeug, das sicher. Ich wäre dafür, dass wir da mal so eine kleine Spritztour machen können. Das wäre ja leider. Ich hätte nichts dagegen. Ich hätte definitiv nichts dagegen. Oh, schön ausgewichen. Steppert, oder? Ja, entweder oder. Hoppa! Wir treffen wär's einmal, ha? Ah, du hast Glück, dass ich nachladen muss. Steppert. Das ist jetzt aber schnell hintereinander, das machen können. Der war jetzt fleißig. Der Wappler war jetzt definitiv fleißig. So, wie bringen wir das jetzt? Aber ist es trotzdem das gleiche? Na, oder? Kann es sein, dass es dann trotzdem das gleiche ist? Ja, lass einmal kurz liegen, hätte ich gesagt. Ja, fix. Lass mal kurz liegen und dann schauen wir weiter. Da muss ich mal aufmachen. Ganz sicher. Was? Also kann ich noch nicht einmal. Was so ist das? Dann gibt es eigentlich eh noch eine Stelle. Eigentlich im Prinzip, wo du wieder hinkriegen kannst. Mit dem Scheißtrick. Flanke brauchen wir eh nicht, das brauchen wir auch nicht. Ja, nimm das einmal mit, hätte ich gesagt. Ja, sicher. Nimm das einmal mit, gehen wir da mal ein bisschen spazieren. Auf Chili Vanille mäßig und dann wollen wir das schon hinkriegen. Würde mich halt nur interessieren. Ah, jetzt zeigt das mal hier an. Okay, passt, dann passe ich. Da rennen auch irgendwelche verwirrten Gestalten da die ganze Zeit rum. Also noch anscheinend ein bisschen sehr verwirrt. So, 2 von 3 Stück einmal wieder. Oh. Wenn wir nur ein bisschen geduldig sein müssen. Da waren wir jetzt eh brav, da habe ich ja eh aufgeschaut gehabt. Das ist da irgendwo eine Kugel oder so. Dabei gibt es bis jetzt noch 2 Hitten, bei der einen Hitten darf ich noch nicht. Mach auf dann, sicher, überall. Kann ich mal ausprobieren. Weißt du, dann kommt uns plötzlich wieder so ein Ninja daher und der gibt mir eine. Da hat man wieder einen in die Pappen. Das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Aber es erinnert mich so damals so ein bisschen so an die Lego-Zeiten von damals. Oh. Bruder.
Die Lego-Zeiten sind legendär, finde ich. Damals die ganze Skywalker-Geschichte und alles drum und dran. Ja, blöd. Episode 1 bis 6, glaubt ihr, habe ich rauf und runter gesucht, bis zum Geld. Auf der PlayStation 3 noch damals. Ich glaube, vielleicht sogar noch auf der 2. Das wäre aber sogar schon fast gelogen. Aber auf der 3 auf alle Fälle. Das war mega. Das waren geile Zeiten. Das waren richtig geile Zeiten. Wo ist auf der geschlossen, oder? Ich bin da geschlossen. Mit die Fähigkeiten habe ich noch nicht. Aber kurz wissen, dass sie dann quasi den ein oder anderen damit motivieren wollen, dass du halt einfach nochmal kommst. Wegen gewisse Fähigkeiten. Finde ich gut. Finde ich gut. Alter! Jetzt hast du schon wieder ein paar Schießerer, Alter. Was ist da los? Die Schießerer sind arg. Die Schießerer sind echt arg. Na wart. Alter, schieß! Wer steht da, Alter, wie angekürzt? Ein Ninja kommt, der kommt, Alter. Gib mir einer gescheit eine. Als Geschissen ist, manche schauen ja wirklich gleich aus. Manche schauen ja wirklich sehr gefährlich gleich aus. Das ist ja wieder das. Ja, ich würde trotzdem sagen, nimmer Safto. Wäre schon nicht schlecht. Wäre definitiv schon nicht schlecht. Sicher. Dass uns ein bisschen schneller wegpudert, als was du schauen kannst. Da, gib mir doch von da oben. Sicher. Aha. Und das ist jetzt was? Ich frage mich halt jetzt da nur, was war. Ah, da gibt es mehrere Schalter, die was da aktivieren musst, oder was? Ja, okay. Ja, wo ist denn der nächste Schalter? Ist ein lustig. Da drüben. Doppelhupfen kann ich nicht. Lustiger. Doppelhupfen wird das nix. Ja, muss ich entweder einen Charakter haben, der was wirklich so einen Doppelhupfer machen kann. Oder ich weiß nicht. Oder es wird nur. Achso, warte kurz. Es könnte eigentlich verbunden sein mit dem einen Gerät, was wir freischalten können. Ja, genau. Das wäre möglich. Waffen schon, aber der schaut aus oder wie bei den Ghostbusters oder irgendwas in der Richtung. Er muss ja mal wissen, was das ich meine. Muss ja mal kennenlernen. So ein Haverer. Aber wirklich geschützt wird. Hast du das gesehen? Wirklich geschützt wird von den anderen Wichser. Na, Pistol Teppert, nein, kann der gleich schleichen. No. Der bloß am Fieger, weil er da oben in der Luft. Normalerweise bist du hier. Schleicht sich. Ist besser für euch, ist definitiv besser. So, den holen wir sie jetzt. Der kann scheiße gehen. Ja, wollen wir unbedingt einen Wechsel machen? Muss nicht sein. Na. Muss ich ehrlich gesagt überhaupt haben, so einen Wechsel oder so. Na, muss nicht sein. Da, selber Schule. Sehr schon der Letzte. Aber wie er rennt. Da rennt der Wappler. Da kann er rennen plötzlich. Da bist du. Können wir durchsuchen, alles was geht. Weil wir haben ja nur so ein kleines Geheimfackel. Da soll jetzt was gehen. Da soll jetzt definitiv was gehen. Ich muss aber sagen, das motiviert echt wirklich sehr, sehr stark. Einfach irgendein Lego-Spiel zu zocken. Das ist sogar noch besser. Wir brauchen das zweimal. Aber ich kann das eine auch platzieren. Also so ist es jetzt auch wieder nicht. Das eine Mal kann ich sowieso platzieren.
Machen wir den hier. Wichtig und richtig. Sicher, sicher. Okay, ja, preislich kostet was, aber das ist eh nix. Geh. Das ist nix. Da kannst du gerne mal platzieren. Zack und tschüss. Und haben wir gerne mal das auch noch dazu. Na, perfekt. Jetzt wollen sie es wissen. Länge mal breite, alle miteinander. Alle miteinander wollen sie es jetzt wissen. Das deppert mit dem elektrischen und alles ist sexy, wa? Ey, nicht so dramatisch, geh, bitte. Das ist eh nix. Oh, unsere erste Krone haben wir gekriegt, der Fist deppert. Wahnsinn. Dann wird sie wieder fett gegönnt. Aber erste legendäre Krone. Jetzt hab ich fast Dach gehabt. Fast, fast. Das hätte ich jetzt irgendwie ein bisschen gefeiert. Das hätte ich jetzt echt ein bisschen gefeiert. Der ist nämlich mit, na sicher, oder ich brauch das noch. Für genau für einen bestimmten Moment. Wegen die depperten Schalter. Aber ich werde das jetzt nicht. Genau, müssen wir genau aufpassen, wie wir das jetzt am besten machen. Ich werde das jetzt aber trotzdem dahin hauen. Ich werde aber zu den anderen Schalter gehen. Ja. Schauen wir kurz zu den anderen Schalter. Wichtig und richtig. Da war ja der Eingang. Offen. Dann haben wir da einmal den Anschalter. Dann mach den anderen Schalter. Wichtig und richtig. Bam, 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 bam. Und da hupfen wir jetzt oben. Genau. Wenn er schafft. Wenn er schafft. Das ist wieder das nächste. Gut. Wie schauen wir aus? Wo ist das? Er muss jetzt da noch wieder rauf. Na bist du deppert, das wird nix. Opa! Alter! Ich glaube, das war noch nicht ganz offen. Ich glaube, da hat noch was gefehlt. Aber wo? Wo hat da bitte noch was gehört? Schule. Bist du deppert? Da. Opa! Bewegt sich eh schon so geschissen und alles. Schaut jetzt. Ja, probieren wir es einmal. Ich hätte jetzt aber auf den ersten Blick jetzt nicht irgendwie was in der Nähe gesehen. Na, man muss nur eins öffnen. Das ist scheiße. Überleg grad, wo war denn da noch eins? Da muss, wenn dann eins in der Nähe sein. Irgendeins, wo du quasi richtig scheiße hinkommst. Jetzt bin ich aber gespannt. Bring hier Haberer. Aber andere Schalter, wo war der vierte Schalter? Ich hätte jetzt keinen vierten Schalter gesehen oder so. Step, da rennst du wirklich wie ein Volltrottel. Aber war gut. Ich rechne damit, dass wir dann später wahrscheinlich. Achso, neue Gegenstände. Okay, neue Gegenstände sind auch nicht schlecht. Wenn wir gewisse Teile dann halt finden und alles drum und dran, stört mir auch nicht. Wir haben nur kurz überlegt gehabt. Also mich würde es jetzt interessieren, wo auch der vierte Schalter ist. Ein vierter Schalter würde mich echt interessieren. Da hinten! Bist du deppert, leg mir am Arsch! Na, Alter, wie? Schule! Ah, die sind lustig, Alter! Da würde ich fast das da platzieren. Ja. Weil ich dann schneller von der einen Position zur anderen komme. Ausnutzen. Weil gerade bei der anderen Stelle wird das eher weniger was. Da kannst du rennen. Hier wieder. Es wäre halt chillig, wenn es halt fliegen gehen könnte. So. Das wäre dann richtig chillig. Das geht ja aus, das sicher, das muss sie ausgehen. Ja, kann scheiße gehen, wenn sie das nicht ausgeht. Und? Hamas? Ja, schaut gut aus. Schaut sehr, sehr gut aus. Ich glaube, jetzt ist es soweit. Jetzt haben wir es.
Ist deppert schwere Geburt. Oh, nächste Krone, die. Yippie. Und ein Schlüssel haben wir auch wieder gekriegt gehabt. Na, bist du doch, aber Wahnsinn. Ist ja wie so ein Schlüssel für gewisse Worte und so. Ja, hätte ich auch gesagt. Gut zu wissen. Gratis Batterie. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Dass man die gerade gratis daher kriegt. Bombe. Leiwand. Damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Achso, die ist leer. Du musst erstmal eine stöpseln. Aufladen. Das bist du, Deppert, Alter. Das hat mehr Physik als jedes andere Spiel, oder? Du musst aufpassen, Schullehrer. Du bist hier, Alter. Die haben da Physik, Alter. Das ist ja Wahnsinn, oder? Da kann sie GTA-Scheibe abschneiden, Alter. Aber wie? Aber ich wollte gerade sagen, da muss hier irgendwas Besonderes geben. Nur den, nur den, hey. Ja, okay, ja. Überhaupt nicht enttäuschend. Überhaupt nicht enttäuschend, liebe Leute. Das war... Das ist jetzt richtig enttäuschend. Ich habe mir da jetzt echt mehr erwartet. Alter, wenn wir schon dabei sind, was soll ich da schaust, dann haben wir ja viel rum. Aber war es ja nie. Was ist das? Aha. Ich glaube, es ist stecken geblieben. Gerade in dem Ding. Ja, da ist man gerade stecken geblieben. Oh, das ist scheiße. Das ist jetzt kacke. Ja. Ja, leider. Ich war gerade so schön drin. Aber hey, immerhin. Das siehst du wenigstens immer das Aktuellste vom Aktuellsten. Finde ich gut. Ich will aber nicht. Da bleibt dann stecken, ja. Bleibt mir nichts anderes übrig. Bleibt mir einfach nichts anderes übrig. Oh, das ist scheiße. Ich war da gerade so ein bisschen drin, weißt du? Ich war da jetzt gerade echt so ein bisschen drin. Und da passiert so ein Scheiße. Aber kann man nicht überspringen oder irgendwas? Brauche ja nicht den Plätze nochmal. Ah, kann ich wirklich nicht überspringen. Wow, Alter. Schlecht. Schlecht. Sehr, sehr schlecht. Aber war gut, ja. Sehr, sehr schlecht. Dann weißt du was, dann machen wir das so. Dann tue ich einfach gleich zum nächsten Game wechseln. Ja, dann kann man ja morgen.